Servus und herzlich willkommen zurück bei Playful Dodo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem Pokémon Kamis in Let's Play. Es geht weiter mit unserer Reise durch Paldea und ihr habt mich darauf hingewiesen, dass ich Maskagato auf jeden Fall Blumentrick zurückgeben soll. Ich wusste ja, dass da irgendwas war. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Ich habe kurz gezögert, als ich die Attacke ausgewechselt habe, weil ich wusste, dass ihr das schon mal drunter geschrieben habt, dass Blumentrick auf jeden Fall sehr gut ist für Maskagato. Das machen wir gleich am Anfang. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Part. Wir legen los. Let's go! Das ist ja übrigens jetzt schon Part 40, ist mir aufgefallen. Sehr cool. Also mittlerweile schon einige Parts hier gespielt im Pokémon. So, aber natürlich auch mein erstes Pokémon. Also ich sag's immer wieder gern dazu, weil das manche Leute noch immer nicht begriffen haben. Ich habe noch nie ein anderes Pokémon gespielt, außer vielleicht mal eine Stunde Pokémon Go und dann, ja, war es mir zu langweilig, weil ich nirgendwo hinkam, wo ich was machen konnte. Und das ist, abgesehen davon, mein erstes Pokémon. Ich habe 45 Stunden Spielzeit mittlerweile in dem Spiel. Das bedeutet, ich kann dieses Wissen, das sehr viele da draußen haben und schon seit Teil 1 gefühlt spielen, nicht haben. Nochmal, dass ich das festgehalten habe, weil manche checken das immer noch nicht. So, denken, ich muss hier Profi sein, nur weil ich ein Let's Play mache, aber das ist nicht so. Der Anwender wirft 2 bis 5 Mal in rascher Folge Samen auf das Ziel oder Anwender lässt eine Menge Samen mit harter Schale von oben auf das Ziel herab. Aber ich werde hier an eins erinnern lassen, und zwar Blumentrick. Okay. Gut, Anwender greift bei der ersten Gelegenheit mit scharfen Klauen an, hohe Volltrefferquote. Wo packen wir das jetzt rein? Ja, ich mache es statt Kugelsaat, okay? Ja. So. Wenn ich jetzt Kugelsaat auch wieder mit reinnehmen soll, dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Aber ich glaube, jetzt passt es ganz gut. Ja, Leute, wir begeben uns jetzt heute, ja, irgendwo hin, wo es ernst wird. Und zwar gucken wir jetzt einfach mal auf der Karte und ich lasse mich inspirieren, was da auf mich zukommt. So. Wir haben hier die Straße der Sterne. Tritt bei Nacht auf dem Sportplatz der Akademie gegen Cassiopeia an. Ja, nee, nee. Wir machen zuerst das hier. Ich habe so Angst vor den Banden. Beweise dich in der Pokémon-Liga. Da müssen wir sowieso mehrere Kämpfe machen, weil wir müssen ja alle Top 4, denke ich mal, besiegen. Ja. Das bedeutet, da kommen eh noch mehrere Kämpfe auf mich zu. Genau. Da begeben wir uns jetzt hin. Eieiei, bin ich gespannt. Ich kann da übrigens auch hinreisen. So. Kann ich da reinreisen? Ja. Ach nee. Nein. Ich muss ja dahin. Okay, muss ich trotzdem dahin. Okay. Und da ist zum Tor dann wahrscheinlich auch raus. Aber ich will nicht die Bande zuerst machen. Keine Ahnung, vielleicht ist es gar nicht so schwierig, gegen Cassiopeia anzutreten. Vielleicht, weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht ist es wirklich nicht schlimm. Aber irgendwie möchte ich noch nicht. Irgendwie fühle ich mich noch unwohl bei dem Gedanken. Das machen wir demnächst bald. So, wie komme ich da hoch? Klettern, oder? Also, ich muss wahrscheinlich nicht klettern, aber Koraidon kann's halt. Kletter, Koraidon, kletter. Oh. Oh. Was habe ich jetzt ausgelöst? Was passiert hier? Ach, ich bin dahin gespawnt worden. Ja, interessant, ich höre ein Gierspenst. Komm mal her. Oh mein Gott. Das sind voll viele Pokémon. Oh, das sind auch noch Gegner. Ja, die interessieren mich aber gerade nicht. Die Akademie. Ein Andenken an die Pokémon-Liga. Aha. Ich will ja eigentlich... Oh Gott. Oh, die habe ich noch nicht. Och, Level 9. Süß. Vielleicht beide gleichzeitig. Die befreit sich. Da
Das kann es doch nicht sein. Muss ich jetzt einen Superball an die verschwenden? Egal, ich habe so viele Hyperbälle. Oh Mann, was ist denn mit euch los? Jetzt werdet ihr euch wohl einfangen lassen. Ja, ich hätte einen Flottball nehmen sollen. Aber jetzt ist auch schon egal. Ich dachte, das geht eh easy mit einem normalen Ball. Aber jetzt. Okay. So. Zwiebs. Okay, da oben, ich habe gesehen, da ist ein Pokécenter. Das heißt, ich nehme den Gegner da doch noch mit. Normal. Aber die sind süß. Ich finde die sehr süß. So, das heißt, ich werde den Gegner mitnehmen. Hallo! Der ist aber wahrscheinlich easy, wenn die Pokémon hier Level 9 haben, die so rumspazieren. Er ist aber auf dem Weg zur Pokémon-Liga, also müsste er eigentlich stark sein. Naja, wir werden es sehen. Mauzi. Okay, Mauzi kann stark sein. So, Info, Info. Mauzi ist normal. Ich mach mal einen Goldrausch. Mauzi ist... Ich habe jetzt gar nicht geguckt, welches Level. Aber glaube ich nicht stark, oder? Bestimmt nicht. Aber er ist schon besiegt. Nee, er war nicht stark. Okay, okay. Keine Ahnung, wie der dahergekommen ist. Und der will da hoch? Besser nicht. Bist du auf dem Weg zur Liga? Ja. Ach, das ist noch Gegner. Ich dachte, der will was anderes mit mir besprechen. Taxi-Pilot Theo. Ach, das ist der, der mich immer herumfliegt. Rabigator. Hatte ich schon mal einen Rabigator? Oh, der ist Level 56. Sada. Jetzt geht's aber los. Boden und Unlicht. Boden und Unlicht. Boden und Unlicht. Ipitaf. Ipitaf mit Kampf ist doppelter Schaden. Heute wird's echt spannend. Also ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich denke mal, den ersten Kampf werden wir schon schaffen jetzt in dem Part. Aua. Sag mal... Ein One-Hit. Sandsturm. Ja, ja, der tut weh. Weiterkämpfen. Achso, ich habe nicht geguckt, welchen. Bronzong. Bronzong. Ja. Die Finsterfaust. Bam. Regentanz. Es fängt an zu regnen. Ja, das ist ja egal. Das ist uns ja sowas von egal. Zornesfaust ist sehr stark. So, wen hast du noch für mich? Dann lasse ich das... Ja! Oh, ich habe alle über 60. Ich habe alle über 60. Ich kenne den eh nicht. Dann lasse ich Epitaph. Azugladis. Oh! Der sieht derbe stark aus. Es herrscht regnerisches Wetter. Die Stärke von Wasserattacken ist gestiegen, während die Stärke von Feuerattacken gesunken ist. Ah, okay. Ja, ich probiere einfach mal Zornesfaust. Keine Ahnung. Hat ordentlich gezogen. Das aber auch. Hoffentlich schlägt er zuerst zu. Okay, gut. Erledigt. Naja, so einfach werden die Kämpfe aber nicht werden, denke ich. Geschafft. So, vielen Dank fürs Kämpfen. Auch wenn sie nicht so gut waren. Aber das wird noch. Hat Potenzial. Kann man mal machen. So, dann heilen wir kurz und füllen alles auf und dann geht's da rein. Das wird jetzt sehr viel Gelaber, bestimmt.
Mit Nemila und so. Vielleicht muss ich auch vorher nochmal mit gegen Nemila kämpfen. Oder Nemila ist sogar einer von den Vieren. Weil, habe ich alle schon kennengelernt? Ich glaube nicht. Ich höre schon wieder einen Gierspitz. Okay, da steht sie schon. Nee, er steht da. Oder sie, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Ich weiß nicht mehr, wie er sie heißt. Sagaria. Hallo, Cersei. Du hast dich also dazu entschieden, dich der Pokémon-Liga zu stellen. Um den Champ-Rang zu erreichen, musst du noch einen letzten Test bestehen. Und dieser findet in dem Gebäude hinter mir statt. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Erfolg. Ich dachte, das viertelt sich. Ich freue mich schon darauf, dich bald wiederzusehen. Vielleicht brauche ich auch ein paar mehr Anläufe hier. Ich habe kurz ein bisschen Panik jetzt. Möchtest du dich der Champ-Prüfung der Pokémon-Liga stellen? Du bist sehr sie von der Orangen Akademie, korrekt? Wie ich sehe, besitzt du 8 Arena-Orden. Dann ist ja alles klar. Tritt bitte ein. Dich erwartet eine mündliche Prüfung. Was? Ich will keine mündliche Prüfung. Nein. Oh je. Ah. Vielen Dank, dass du dich heute hier eingefunden hast, Kay. Coole Haarfarbe. Nimm doch bitte Platz. Das ist eine sehr coole Haarfarbe. Okay. Mein Name ist Kay. Ich werde heute deine Prüferin sein. Ich habe mich auch damals bei meiner Matura-Prüfung, also bei meiner Abi-Prüfung, bei der mündlichen auch so weird hingesetzt. Das war so peinlich. Ich war so aufgeregt. Beginnen wir nun mit dem ersten Teil deiner Champ-Prüfung. Hierbei handelt es sich um die mündliche Prüfung. Lass mich zunächst sehen, wie viele Arena-Orden du besitzt. 8 Stück, wunderbar. Ich werde dir nun ein paar Fragen stellen, Cersei. Bitte wähle deine Antwort mit Bedacht, da ein einziger Fehler ausreicht, um durchzufallen. Was ist denn das für eine Prüfung? Dann wollen wir mal anfangen. Wie hast du dich heute hierher begeben? Mit einem Reit-Pokémon. Das war eine gute Entscheidung. Bitte nenne mir den Namen der Akademie, an der du derzeit eingeschrieben bist. Ranchen Akademie. Verstehe. Warum bist du heute zur Pokémon-Liga gekommen? Um Champ zu werden? Ja, dies scheint mir unter den gegebenen Umständen auch die passende Antwort zu sein. Angenommen, du wirst tatsächlich Champ. Was möchtest du dann als nächstes tun? Noch stärker werden? So ist das also. Sehr interessant. Als nächstes wüsste ich gerne, welche der 8 Arenen dir am schwersten gefallen ist. Ich weiß es nicht. Montanata war schon schwierig. Frigomonta war ich gut vorbereitet. Sagen wir mal, die letzte ist ja egal. Verstehe. Gegen wen bist du in dieser Arena angetreten? Ich muss nachgucken. Ich muss nachgucken. Tulia. Tulia. Ja, die letzte einfach. Ist eh dir nach der Reihe wahrscheinlich. Du scheinst ein gutes Gedächtnis zu haben. Oh nein! Ich hätte es nicht gewusst. Erinnerst du dich auch an den Typ, den die Pokémon von Tulia gemein hatten? Oh Gott. Stellt mir hier Fragen, ey. Ich fühle mich wie in der Uni. Psycho. Das ist sicher ganz zum Schluss, oder? Nee? Psycho. Ja, er lächelt. Ah, sie lächelt. Wunderbar! Dein Ablegen der Champ-Prüfung zeugt davon, dass du über jede Menge Können verfügst. Daraus schließe ich, dass du auch einer großen Anzahl verschiedener Pokémon begegnet bist. Aber kannst du mir sagen, welche Kategorie das erste von dir ausgewählte Pokémon angehört hat? Flora-Katze? Ja, Flora-Katze. Das war Felori. Sehr schön, sehr schön.
Entschuldige, aber lass mich eine der Fragen von vorhin bitte noch einmal stellen. Wenn du wirklich Champ werden solltest, was wäre dein nächstes Ziel? Wieso muss ich das nochmal noch stärker werden? Ich bleib dabei. Das gefällt ihm ihr nicht? Das gefällt ihr nicht. Ach richtig, das war's. Kommen wir nun zur letzten Frage. Weißt du, mir ist richtig heiß. Magst du Pokémon, Cersei? Nein. Was ist das für eine Frage, ey? Ja. So, das war's dann hiermit für dich. Hä? Die mündliche Prüfung ist vorbei. Ja, aber bestanden oder nicht bestanden? Und wer hätte es gedacht? Ich darf dir gratulieren, Cersei. Du hast den ersten Teil der Champ-Prüfung mit Bravour bestanden. Ja, durch Schummeln. Das sagen wir mal nicht weiter. Und das auch noch gleich beim ersten Versuch. Ich glaube, das hat seit Nemila keiner mehr geschafft. Ja, gegen die muss ich ja auch noch kämpfen. Aber egal, Zeit zum Grübeln haben wir auch später noch. Auf zur nächsten Prüfung. Dabei stehen die Pokémon-Kämpfe gegen die Top 4 bevor, genau. Deshalb nennen wir diesen Teil auch die praktische Prüfung. Ich weiß, kein besonderes einfallsreicher Name. Aber hey, er erfüllt seinen Zweck. Du wirst gegen 4 ausgewählte Trainer der Pokémon-Liga antreten und zwar hintereinander. Das wird kein Kinderspiel, also sieh zu, dass du dich gut vorbereitest. Wenn du soweit bist, geh einfach durch die Tür hinter mir. Okay, ich muss meine Pokémon noch sortieren. Ich pack sie nach oben. Pack die 2 starken nach oben. Okay. Ich bin aufgeregt. Hintereinander? Also kann ich keine Pausen einlegen? Ich hoffe, ihr habt genug Getränke mit. Sie kommt. Okay, bist du die Erste? Ja, klar. Dann lass uns gleich mal loslegen. Als Erstes bekommst du es mit meiner Wenigkeit zu tun. Ein Kampf gegen Kay von den Top 4. Glaub ja nicht, dass ich es dir leicht machen werde. Also leg dich besser ins Zeug. Ah, ich habe Angst. Ich werde übrigens nachgucken, welche Typen die Pokémon haben, weil... Wieso nicht? Kay von den Top 4 fordert dich heraus. Ich muss mir es jetzt nicht unnötig auch noch schwer machen. Welsa. Das ist ein Wasser-Pokémon, lass mich raten. Wasser und Boden. Dann ist eigentlich Fidori kontraproduktiv. Oder? Nee, ist sogar gut. Okay, dann mache ich gleich mal einen Blumentrick. Gut. Ein Volltreffer. Oh, aber Welsa ist voll süß. Dann haben wir als Nächstes Kamerupt. Oh, oh, das habe ich aber auch noch nie gesehen. Feuer und Boden. Ja, da ist jetzt Maskagato schlecht. Feuer und Boden. Nein! Ich wollte wechseln! Aber ist trotzdem effektiv. Glaubt ihr, schafft sie das? Probier es einfach. Ist ja egal. Ja, fast. Das war keine gute Idee. Ich hätte sie auswechseln sollen. Ja, das war mein Fehler. Ich habe mich verdrückt. Eieiei. Vollständig auf. Ja, aber der attackiert ja sie gleich wieder. Oh Mann, das war mein Fehler jetzt. Das tut mir leid, Maskagato. Ich hätte einwechseln sollen. Es hat verfehlt. Was muss man eigentlich für ein Glück haben? Was muss man eigentlich für ein Glück haben? Das ist doch unmöglich.
Kamerupt wurde besiegt. Okay. So. Jetzt aber keinen Fehler machen. Don Fahn. Don Fahn, habe ich auch noch nie gehört. Ach doch, das ist der. Boden. Wir wechseln das Pokémon. Boden, Boden, Boden. Da haben wir Wasser-Pokémon. Ach so, Pflanze wäre auch gut. Dann kann ich Maskagato wieder lassen. Maskagato macht das hier in Alleingang. Gut, dann machen wir mal eine Samenbombe. Gift-Hieb, aua. Geht aber. Nochmal eine Samenbombe. Und dann ist der erste erledigt, oder? Gibt es noch einen? Ja, noch einen. Dickdri, den kenne ich, weiß ich aber nicht mehr, was für ein Typ. Auch Boden, oder? Der scheint mir sehr viel Boden zu haben hier. Ja, das ist auch Boden. Boden und Stahl, wenn es in der Alola-Typ ist. Boden, Boden. Dann könnte ich Maskagato eigentlich niederlassen. Und sie einfach mal kurz heilen. Oder ich wechsle. Nee, ich habe kein Eis-Pokémon, ich habe kein Wasser-Pokémon. Ich muss. Nein! Nee, oder habe ich nicht? Nee. Ich muss Maskagato lassen. Aber dafür direkt heilen. Dickdri. Beutel. Ihr fehlen 92. Kriegt einen Hypertrank. Mal gucken, was Dickdri jetzt abfeuert. Sandsturm, okay. Das ist okay. Okay, hat noch zwei. Blumentrick. Die ist wirklich OP. Ihr hattet recht. Aua. Sulord. Sulord. Boah, sieht ja cool aus. Oh mein Gott. Gift und Boden. Gift ist für Maskagato ganz blöd. Was tun? Sie macht das schon. Nicht übel, sprach der Dübel. So machen Kämpfe Spaß. Wird er jetzt Terra kristallisieren? Wenn der jetzt eine Giftattacke macht. Nein! Nein! Ich weiß halt nicht, ob ich dazwischen weggehen darf. Deswegen will ich meine Terra-Kristallisation ja eigentlich nicht einsetzen. Aber wahrscheinlich darf ich weggehen, oder? Eine Pause machen. Das wäre ja voll doof. Wow. Maskagato, ich liebe dich. Danke, dass ihr alle geschrieben habt, ich soll Blumentrick wieder mit reinnehmen. Richtig Bastard, ey. Wow. Ich krieg Applaus. Reife Leistung. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ach Mist, gegen dich hatte ich einfach keine Chance. Aber der Kampf hat trotzdem Spaß gemacht. Ich fühle mich irgendwie total erfrischt. Weißt du, es gibt nicht viele Trainer, die in der Lage sind, die praktische Prüfung zu meistern. Doch bei dir habe ich ein gutes Gefühl, dir könnte das vielleicht gelingen. Du darfst jetzt nur nicht leichtsinnig werden. Das nächste Mitglied der Top 4 ist nämlich nochmal eine Ecke stärker als ich. Häng dich rein. Hey, du bist an der Reihe, Stöpsel. Ich komme! Ich muss direkt weitermachen. Poppy, hast du etwa verloren, Kay?
Aber hallo, sie ist echt stark, sieh dich besser vor. Ich werde euren Kampf als unbeteiligte Zuschauerin mitverfolgen. Räche mich, okay? Ja, mach ich. Es geht direkt weiter. Nee. Kann ich Nein sagen? Ja, kann ich. Kann ich raus? Ich kann nicht mehr umkehren! Aber ich darf sie heilen dazwischen. Okay. Boah, das ist richtig gemein. Das ist ja richtig gemein. Okay, das habe ich auch noch. Ja. Ey, ich muss alle vier jetzt hier machen. Boah, ist das gemein. Ja. Ja. Okay. oh Mann. Ich bin richtig aufgeregt. Echt toll, dass du es bis zum zweiten Kampf geschafft hast, aber jetzt ist es Zeit für dich, nach Hause zu gehen. Meine Pokémon sind nämlich alle hart wie Stahl. Deine schwachen Attacken machen ihnen gar nichts aus, du wirst schon sehen. Aha, Stahl. Okay, ja, da hab ich was für dich. Poppy von den Top 4 fordert dich heraus. Oh mein Gott. Was war das? Panti was? Angriff Pantini. Panti was? Panti. Nee, Patti. Patti. Narachia. Narachia. Keine Narancia. Das wäre eine Orange. Stahl. Okay, ja, Stahl. Ich denke, wir müssen der Mascagato hier austauschen. Und zwar gegen Grimanzo oder gegen Epitaph. Ja, ich probiere mal Epitaph. Ja, das ist halt jetzt blöd. Hätte ich vorher... Ich habe es vorher nicht wissen können. Außer wenn ich nachgeguckt hätte. So, das wird jetzt einmal kurz knallen. Okay, es werden Steine gelegt. Okay. Dann gucken wir mal, was Nahkampf so bewirkt. Sehr gut, Epitaph. Brav. Ganz brav. Dann Kramor. Auch Stahl wahrscheinlich. Und Flug. Weiterkämpfen. Machen wir noch einen Nahkampf. Ich habe ein bisschen Angst vor Kramor. Ja, der ist stärker. Epitaph, du schaffst das. Sturzflug. Aua! Aua! Grimanzo. Nein, von spitzen Steinen getroffen. Nein. Mach Flammenwurf. So, kann man so levelt auch noch auf. Bronzong. Ja, was soll ich machen? Ist auch Stahl und dann kann ich nur Grimanzo... Also ist nur von Vorteil, wenn ich Grimanzo nehme. Bronzong hatten wir vorne, gerade draußen. Stahl und Psycho.
Psycho ist gut gegen Kampfgift. Ja, ja, weiterkämpfen. Du schaffst das. Der Rüstungskanone. Schmetterst ihn weg. Brav. Ah, Mist. Alles gut. Alles gut, Grimanzo. Alles gut. Magnetzone. Er weiterkämpfen. Du schaffst das, Grimanzo. Ah, nein! Da ist ein Leben übrig geblieben. Fies. Lichtschild. Okay. Ja, bringt dir nicht viel. Bringt dir nicht viel. Bringt dir nicht viel. So, weg bist du. Magnezone ist besiegt. Dann kommt jetzt das letzte, oder? Gran Forgita. Ich google mal kurz. Sagt mir gar nichts. Gran Forgita. Ah, nee, das ist die mit dem Hammer. Die ist auch Psycho. Nee, eine Fee. Stahl und Fee. Ja, weiterkämpfen. Ich habe keine Angst. Mein letztes Pokémon wird mir bestimmt als Apache helfen. Aber ich habe ja noch 5. Gran Forgita. Boah, die Weiterentwicklung von dem kleinen Ding. Warum wird mir hier nichts angezeigt? Ich will die Terra-Kristallisierung nicht machen. Jetzt machen wir dich schick, Gran Forgita. Oh nein. Ich habe Angst. Ja, sie ist hübsch. Ich gebe es ja zu. Sie ist sehr hübsch geworden. Und schlägt zuerst zu. Heilen, heilen, heilen. Beutel. Genesung. Vollständig, ja. Top-Trank. Anwenden. Dass was verfehlt oder was? Was mache ich denn jetzt? Hat verfehlt. Wie viel Glück muss ich eigentlich haben? So, nochmal. Geh rein da. Nein! Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, ich fahre auf den Felgen, ey. Es ist krass. Ich habe sie besiegt. Oh, bläh. Oh mein Gott, das war spannend. Buhuhuhu, dabei wollte ich mich doch an dir rächen, Kay. Ich hoffe doch mal stark, du wolltest dich nicht an mir rächen, sondern mich rächen. Naja, schwamm drüber, Poppy. Da du verloren hast, sollten wir jetzt langsam mal den Dritten im Bunde rufen, oder? Oh, stimmt ja, Schnief. Ich musste ihn schon lange nicht mehr rufen. Aoki, du bist dran. Also, entweder ich kann mich nicht mehr erinnern, wer der Vierte im Bunde ist. Aoki hatten wir doch mal in der Arena, oder? Ich bin Aoki.
Den hatten wir doch mal in der Arena. Aber ich denke mal, dass die vierte Nemela ist. Ich habe da so was im Gefühl. So, ich muss alle wieder heilen. Top-Trank einsetzen für hier. Top-Beleber. Einsetzen bei Epitaph. So, und das Ding ist halt jetzt auch, die APs sind jetzt unten, oder? Bericht. Ja, klar. Das heißt, da habe ich ja auch was, glaube ich. Irgendwas, was die APs auffüllt, oder? Oder habe ich dafür nichts? Das wäre blöd. Doch, füllt die AP einer ausgewählten Attacke an das Pokémon um 10 Punkte auf. Da habe ich ja genug. Okay. Ja. Dann, wen haben wir da noch eingesetzt? Epitaph. Ja. Maskagato haben wir auch gehabt. Mit Blumentrick. Und... Schmarotzer. Und die Samenbomben. Okay, ja. Sollte erstmal reichen. Gut. Speichern das Ganze mal. Gut. Eieiei. Das ist der dritte von den Top 4. Fieser Cliffhanger, I know. Es tut mir leid, aber wir werden die anderen zwei im nächsten Part machen. Seid gespannt. Es ist echt spannend. Ich hoffe nicht, dass ich da jetzt verkacke, weil das wäre schon sehr tragisch. Wirklich, es wäre echt tragisch, dann alles nochmal zu machen. Aber seid gespannt auf den nächsten Part. Da wird es dann passieren. Da wird es sich entscheiden, ob wir es beim ersten Anlauf geschafft haben oder nicht. Und ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis bald und ciao!